Hier kommt wieder der nächste Flow. Es geht ab mit dem geilen Schuh. Meine Freiheit ist das sowieso. Und die lasse ich mir auch nicht nehmen. Von keinem von euch oder so. Ja, meine Freiheit ist es im Leben, etwas auch von mir zu geben, mehr Soziales, mehr zu verstehen und mehr auch von denen zu reden, wo andere sich im Grabe drehen, weil sie wollen nichts geben, ihre Lieben, immer nur nach höheren Streben, um dann irgendwas mitzunehmen von den materiellen Sachen. Doch da kann ich nur mal herzlich lachen. Ihr könnt es vielleicht noch euren Kindern verehren, bevor sie selber eines Tages sterben. Yeah. Das Materielle ist nur oberflächlich gesehen ein Teil unseres kleinen Systems. Doch wirst du es verstehen und weitere Wege gehen, tief in dich sehen, um es zu begreifen. Können richtig zu lehrlichen Früchten reifen, yeah. Zu wertvoller Kost auf Erden, doch ihr bringt hier nur Verderben, yeah. Bis ihr tut sterben, yeah. Deshalb muss ich gegen Asoziales und Rechte stehen, tut ihr auch blind dagegen angehen, dass ich nur gebe von meinem Herzen, ein paar Lichter, ein paar Kerzen. Sage dieser Welt, man kann auch anders leben, man muss nicht nach blinden Perfektionen streben, doch das ist euch wieder zu hoch, deshalb macht ihr mir das Leben kaputt, tretet auf mich nieder und gibt es immer und immer wieder, eure blinde Parolen, eure Hass, eure Gewalt und das in jeder abartigen Gestalt, doch ich werde mich immer wieder aufrichten und erheben. Nehmt ihr mir auch alles wieder in meinem Leben und wieder, ich werde mich wieder und wieder darüber hinaus begeben und mich neu aufbauen in diesem Leben, yeah. Und ihr werdet immer wieder von mir hören, ihr könnt mein Innerstes nicht zerstören, könnt ihr auch meinen Körper zerbrechen, meinen Geist wird sich an euch rächen. Ihr wisst Bescheid, ihr rechten und asozialen Vollidioten, tut irgendwas für irgendwelche Quoten, yeah. Ich werde nicht für euch wohnen, sondern gegen euch toben. Ich werde euch belohnen, mit dem, was ihr gebt, in mir zu drohen. Ja, in meinem Leben kommt ihr reingekrächt. Und wollt auch noch, dass ich euch gebe Recht? Nein, ich werde euch die Tür verweisen und euch den Mittelfinger zeigen. Ja, das ist meine Freiheit, mein gutes Recht, an der ihr immer wieder rumbrecht. Ihr wollt mich auch für psychisch krank erklären, dabei bringt ihr hier nur Verderben. Ihr wollt hier in mein Leben reinplatzen und meint, ich müsste für euch den Boden abkratzen. Ja, ihr seid sowas von lächerlich. Ich glaube, ihr habt's noch nicht gerafft. Ihr seid nicht ganz dicht. Ja, Entmündigung stand schon vor meiner Tür, doch nicht hier in meinem Revier. Ich habe dann mal Klartext gegeben, da wusste der Richter auch alles zu verstehen. Diese Gesellschaft will mich ficken, denn die Leute tun nicht mehr richtig ticken. Doch ich werde mich gegen euch erheben, gegen euer blindes Scheiß, blindes falsches Streben, yeah. Ihr habt es immer noch nicht gerafft. Ihr seid keine Masse, ihr seid keine Macht. Ihr seid nur selbst voller Angst und Hunger. Und ihr könnt euch selber mal bedrohen. Ja, bedrohen mit der Wahrheit hier, die ich hier gebe. Wo ich für Liebe, dass ich nicht nach euren blinden Perfektionen strebe, sondern was aus meinem Herzen gebe und sage, ich reiche euch die Hand, doch das will nicht in euren Verstand. Ihr wollt euch weiter rechts und asozial verhalten, weiter euch in mein Leben reingestalten und mir bringen eure Gewalten, Tag, die ihr so geht, die
ihrem Leben immer wieder hoch anerkennt und erstrebt. Ihr wollt euch übereinander stellen, übereinander euch begeben und von oben wieder nach unten treten. Ich habe keine Sympathie für euch Vollidioten. Ihr tut nur irgendwas für irgendwelche Likes, für irgendwelche Noten. Schon in der Schule verbildet ihr euch selber und bringt euch bei, in Gruppen gegen Einzelne zu kämpfen. Jeder ist mit dabei, riesengroße Vereine, die gegeneinander stehen. Ihr habt's noch nicht begriffen in diesem Leben, es tut sich alles nur um eure Scheiße drehen. Und dabei hat die Welt viel mehr zu bieten als euer blindes Scheißstreben im Leben. Vielleicht wirst du es auch verstehen und eines Tages sehen, es kann auch alles anders gehen.